westlich von hier, hat sie gesagt. Da. Jetzt renne ich komplett in die andere Richtung, aber wir können auch, glaube ich, hier über die laufen, alles klar. Ja, wir können nur entlang laufen. Ach, wir sind doch schwer voll. Das geht auch relativ fix. Oh, da sind Sägezähne. Okay. Machen wir das am besten. Worte, Worte, Worte. So, da sind die Lanzen hin. Wo sind jetzt die Sägezahn hin? Da oben. Okay, da kann ich mich auch nicht verstecken. Da ist der. Ups. So, komm. Komm her, kleine Miezekatze, du kannst mir helfen. Nein. Mit F. Ich hau dich. So, genau. Was war das? Oh, böser Stein. Guck mal, hier ist noch einer. Warte. Oh, die sind ein bisschen blöd, kann das sein? Ja, komm. So, warte, jetzt hier bitte. Und ich hab dich. Oh, wie der Teile abfallen, wenn wir die umwandeln. Ich mag das. Feine Miezekatze. Vor allen Dingen meine Miezekatze. Nicht nur feine Miezekatze, sondern meine Miezekatze. So, Lanzenhörner, ja. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. So, Mieze, schnapp. Wow. Okay, die sind echt flott. Miezekatze, rette mich. Na, das müssen wir aber noch ein bisschen üben, Katze. Oh, könnt ihr mich da rauslassen? Okay. Alles nehmen. Nein, alles nehmen. Und alles nehmen. Haben wir jetzt genügend? Ich hoffe doch. Schnell geht hier gar nichts. Bin auch wieder angefangen zu spielen und finde immer wieder neuen Kram. Ja, ja, ja. Ich befürchte auch. Vor allen Dingen, wenn ich bedenke, was wir gerade so am Laufen haben, ne? Es ist ein bisschen utopisch, glaube ich. Gleichzeitig Horizon Zero Dawn, dann noch The Witcher 3 zu spielen. Und naja, aber gut. Irgendwann schaffen wir das. Eines Tages werden wir es geschafft haben. So, wir könnten jetzt ihr das Zeug bringen, aber andererseits könnten wir auch die Pfeile mal eben wegbringen. Und dann müssen wir sowieso nochmal mit ihr reden, ne? Oh, lange Hälse. Oh Gott, die Jagdgebiete. Also das mache ich dann auch außerhalb des Streams. Ich habe auch, glaube ich, zwei verdorbene Zonen oder eine auf jeden Fall noch weitergemacht. Also von daher, das ist nicht wundern. Ne? Wir machen also hauptsächlich Haupt- und Nebenquests. Den Rest werde ich dann so machen. Aber dann würde ich sagen, gehen wir. Wo ist denn... Die hier, die Rache einer Tochter. Gucken wir mal. Auf der Karte. Wir müssen, glaube ich, komplett in die gleiche Richtung.
ja, das scheint alles in der komplett gleichen Richtung, in der reichen Lichtung zu sein. Oh Mann, was ist denn heute los? Ich habe einen Knoten. Dann rennen wir den Weg hier lang. Und holen uns das Feuer hier auf jeden Fall. Das ist aber ziemlich weit. Ich will echt überlegen, ob wir eine Schnellreise machen. Wobei, das kann ich ja gar nicht, da waren wir ja noch nicht. Und die kann man leider nicht reiten. Leider kann man die nicht reiten. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut. Gut. Fangen wir am besten jetzt schon an zu laufen, denn der Weg ist weit. Die abgefallenen Teile waren wohl die Augen und des Mordes. Einen wunderschönen guten Abend, Mutti. Der schöne David, herzlich willkommen. Das kann gut sein, ja, so wie der eben daneben gesprungen ist. Aber jetzt, wo ich wieder weiß, wo die Ausweichtaste ist, wird alles gut. Das schaffen wir schon. Ich kann mich jetzt doch wieder... Kann man die reiten? Ich würde sonst gerne mal wieder ein Reittier mir holen. Das brauche ich später noch. Oh, hier sind diese komischen Krabbenviecher. Die Wühler kann man nicht reiten, ne? Oder? Können wir eben gucken, ob man die... Lass dich nicht stören. Nee, leider nicht. Verdammt. Schade. Schade, schade. Das wird mir noch weiterhelfen. Okay, dann gehen wir eben halt auch zu Fuß. Was man was? Dann gehen wir eben halt auch zu Fuß. Also bislang kann man tatsächlich nur die Läufer. Und eine hiervon. Also die Pferde halt reiten. Aber wenn ich ein Elf wäre, dann könnte ich auch auf Hirschen reiten. Niemand will ein Elf sein. Oh, das ist aber hübsch hier. Nice. Ups. Ah, das sind die Hyänenviecher, ne? Kann ich die eigentlich auch überbrücken? Ich möchte das alles überbrücken. Ja, komm mal her. Kann ich dich auch überbrücken? Nee, kann ich nicht. Schade. Kann nur still schlagen. Das hilft bestimmt weiter. Mhm. Du sollst ihn looten. Oh, ist das schön hier. Oh oh, entdeckt. Ich wollte eigentlich gucken, was da ist hier. Ein Angelplatz. Ja, ganz ruhig. Nein, nein, nein. Lass es doch einfach. Ich wollte doch einfach nur die Aussicht genießen. Mehr will ich doch gar nicht. Oh, da kommen ja noch mehr von denen. Okay, das lassen wir mal eben ganz schnell. Ich wollte doch nur mal eben gucken, was da ist. Mann, vom Regen in die Traufe. Kann man die auch vernünftig einfach mal gucken? Kümmert euch einfach um eure Damit Sachen. Sie elf wird, ein Verjüngungstrank. Oh ja, das weiß ich auch noch. Das war schön. Das war schön bei The Elder Scrolls Online. Diese schöne Verwechslung. Woher weißt du, dass der Elf ist? Oh, das ist so typisch ich, ey.
Könnte auch ein Ork sein oder ein Khajiit oder so. Was, woher weißt du, dass der Elf ist? Oh Gott, wie schön man aneinander vorbeireden kann. Da sind Läufer, aber jetzt sind wir auch fast da. Nee, das sind keine Läufer. Die haben Hörner. Kann man die reiten? Nicht schon wieder. Was denn? Ich guck doch nur. Hey Leute, hör auf mit mir zu meckern. Ich guck doch nur. Sind die auch neugierig und gucken, wenn ich sie hier anlocke? Warte. Was war das denn? Ja, geh mal gucken. Geh mal gucken, du. Das könnte ein Hornviech fressendes Etwas gewesen sein. Wieso hat er mich denn jetzt gesehen? Die Ausweichtaste ist genial. Die ist genial. Ich kann die ganze Sache so ausmachen hier. Nein. Ach, verdammt. So viel dazu. Wie niedlich, was machen die denn da? Diese Katze. Die gehen richtig da vorne in die Knie und. Nein, vorne in die Knie gehen? Kann man vorne in die Knie gehen? Was? Nein. Aber da, was er da eben gemacht hat, als wenn eine Katze lauern würde. Okay, das war sogar Draht. Vielleicht sollten wir doch öfter solche Kämpfe machen. Da muss ich mir den Draht nicht kaufen. Ich wollte doch nur gucken, ob man den reiten kann. Was ist das da hinten? Das ist auf jeden Fall ein Dorf. Ach, das sind Hütten. Okay. Da ist noch einer. Und immer schön leise. Gern gucken, ob er die überbrücken kann. Die können einem aber auch gar nichts. Okay, das sind dann wirklich Hütten hier. Das ist aber eine Ruine da oben. Das ist keine Hütte. Da will ich jetzt aber mal eben hin. Ich weiß, wir sollen in die andere Richtung, aber bei Ruinen werde ich immer... Es gibt Krokodile? Schnappmaul. Echt jetzt? Schnappmaul? Das habe ich zuletzt gehört. Wo waren das? Auf der Jagd nach dem Juwel. Nach dem grünen Juwel. Hat der eine das nicht mal gesagt? Seht ihr die kleinen Schnappmäuler an? Es gibt Krokodile? Echt jetzt? Oh Gott, Level 20. Ich weiß noch nicht mal, welches Level ich habe. Die haben Feuer als Schwäche. Und was noch? Eisbeutel? Okay. Das sind aber 3 Stück, ne? Könnte interessant sein. Das ist eine Forelle. Kann ich die Forelle haben? Verdorbene Zone. Ups, ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, ich hatte mich nicht geduckt. Das musste ich eben nutzen, das ging nicht anders. Weil das wäre dumm gewesen. Mit dem stillen Schlag kann man nämlich relativ gut, weil man dann vermehrten Schaden, ne? Oh, nee, das ist so ein Hahn, ne? Was für ein Level hatten die verdorbene Zone? Stufe 20. Ich weiß immer noch nicht, welches. Ich habe 18. Ja, ich meine, können wir machen, ne?
Was machen die Krokodile da hinten? Haben die gerade eben Schuppen geschmissen? Ich bin so wahnsinnig überwältigt gerade. Na bitte, es schneit. Ja, okay. Ich hätte jetzt eher an was anderes gedacht, aber gut. Man soll sich ja an Kleinigkeiten erfreuen, hast du recht. Schritte mit TDO. Ach, das waren noch andere Sachen, die ich nicht gefunden, gefunden habe. Die können wir auch mal eben mittendrin. Schnappoiden. Das sind Schnappoiden. Ja, genau. Schnappoiden ist schön. Es ist Krokodok. Oh Gott, ja. Nee, wir hatten früher, oder nee, ich hatte das eigentlich nicht, das hatte eine Freundin von mir, weil wir so hatten sowas noch nicht, aber es gab mal sowas als so eine Zahnarztvariante davon. Da konnte man dann aus Knetmasse, hat man die Zähne vorgeformt und dann musste man dann den Patienten dann so behandeln. Das war so ein Puppenkopf irgendwie und dann musstest du dem da Zähne ziehen oder eben halt was rausbohren und eine Füllung reinmachen und sowas. Aber Krokodok kenne ich auch. So, persönliches Protokoll, Benutzer 154723. Hey, Greg, der Zukunft. Ich bin's, Greg. Prophezeiung. Allison ist die Richtige, ich weiß. Es war erst ein Date, aber sie ist es. Wir waren bei der Ausstellung historischer Verkehrsmittel im Phrase. Wir sind Auto gefahren, so ein altes Ding. Wir sind richtig gefahren mit Lenkrad und diesen Fußdingern. Es war furchterregend. Aber als ich zu schnell in die Kurve gefahren bin, nahm Allison meine Hand und klammerte sich daran fest. Die unbehagliche Distanz zwischen uns war gebrochen. Sie sah mich an und ich konnte ihrem Gesicht ansehen, dass sie genau dasselbe fühlte. Merkt ihr meine Worte, Allison und Greg für immer. Welchen hatten wir noch nicht? Idiot Army, genau. Persönliches Protokoll, Benutzer 89865441. Ich weiß nicht genau, was ich davon erwartet hatte, Teil eines Hacker-Kollektivs zu sein, aber bisher ist das ganze Idiot-Army-Ding eher enttäuschend. Diese ganze weltberühmte Cyberbedrohung scheint in erster Linie daraus zu bestehen, mit Typen in anonymisierenden Skins in möglichst schäbigen Holoräumen herumzuhängen. Die meisten sind Meme-basiert. Da ist zum Beispiel ein Kerl oder vielleicht sind es mehrere, dessen Skin diesen Reaktionen der ungläubigen Taube Holo nachempfunden ist. Ein paar Typen laufen wortwörtlich als Kapok-Bäume herum. Ich habe einen gefragt, was der nächste große Coup wird. Ich hatte sogar Vorschläge. Fahrzinnis, Doxen, Kampfroboter von Unternehmen hacken? Mal ehrlich. Und er nannte mich ein Scheißtyp, als ob Daten beschädigt. So, und wo ist jetzt das, was ich hier gefunden habe? Sondereinsatzbefehl. Ist es, glaube ich, auch noch nicht, aber wir müssen es ja lesen. Ne? Das gehört ja ein bisschen zur Geschichte dazu. An alle derzeitigen Einheiten der Kompanie E, 5. Bataillon, 3. Brigade der Zivilistengarde Aurora-Zone. Erstens, um 0500 Meldung beim Vertifrachter, Mann, was ist denn los? Ich kann heute nicht reden. Beim Vertifrachter-Landeplatz Onyx machen. Gehen Sie an Bord des zugewiesenen Words. Abflug um 0530. Zweitens, Ankunft in Beira, Mosambik, um ca. 0000 Ortszeit. Unterkunftszuweisung und Arbeitspläne nach der Landung und Einweisung. Drittens, Unterstützung der mosambikanischen Verteidigungsstreitkräfte und Zivilistenbataillone beim Aufbau von A. Verteidigungssperren an der Kanalküste und B. ballistischen Schutzschilden um den Aeroporto Internacional de Beira. Viertens, nach Abschluss der Bauarbeiten Teilnahme an Trainingseinheiten für Kampf- und Verteidigungseinsätze in Erwartung des Feindkontakts. Fünftens, wie immer gilt, erweisen Sie sich Ihrer Einheit, Ihrem Land, den Zielen der Operation Enduring Victory und sich selbst würdig. Sondereinsatzbefehl Ende. Beobachter, Ereignisprotokoll. Hatten wir auch noch nicht. Ach so, ja gut, okay, das braucht man nicht vorzulesen.
Dann werde ich das auch nicht vorlesen müssen. Ne? Sigma-Kernprotokoll 763E. Eindringen verweigert. Okay. Wo war denn jetzt das, was ich eben aufgesammelt habe? Wo gehört denn das hin? Warte mal, habe ich irgendwas übersehen? Alles Gute, dein Ende. Okay. Tja. Leaks. Harriet Choi. Da ist es. Erste Schritte. Da ist es doch. Vielen Dank, dass Sie den TDO Wohnorganisationsassistenten gekauft haben. Fliege. Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um Ihrem TDO durch das Setup zu führen. Räumen Sie Ihre Wohnung gründlich manuell auf, bevor Sie Ihren TDO aktivieren. Keine Sorge, es wird das allerletzte Mal sein. Laden Sie die TDO-App auf Ihr persönliches Augmentationsgerät herunter. Den Aktivierungscode finden Sie auf der Unterseite Ihres TDOs. Schalten Sie Ihren TDO ein. Sagen Sie dem TDO über die App, für welche Zimmer er zuständig ist. Nach 3 Minuten hat der TDO den Grundriss Ihrer Wohnung und die Standorte Ihrer persönlichen Gegenstände gespeichert. Entfernen Sie für Testzwecke 5 bis 10 Gegenstände von Ihrem gewohnten Standort. Sagen Sie zu Ihrem TDO Putzzeit. Wenn Sie die Anweisung befolgt haben, ist Ihr TDO jetzt in der Lage, Ihre Wohnung sauber und organisiert zu halten. Viel Spaß mit Ihrem TDO Wohnorganisationsassistenten. Ja, okay. Gut. Achso, ich bin ja noch im Dings drin. Soll ich mal gucken, ob man hier hoch kann? Kann ich da hoch? Also der eine war schon übel, gegen den wir gekämpft haben. Aber wenn wir schon mal hier sind, ich meine, dann können wir es auch austesten.